Ich überrasche heute den Louis zusammen mit seiner Schwester Eva. Hier in dieser Halle spielt heute Divertimento. Und diesen Auftritt kann der Louis schauen. Er ist mega Fan von ihnen. Aber vor allem trifft er Divertimento Backstage und lernt sie kennen. Ich bin Anna Zöllig, ich erfülle Wünsche. Ich hoffe, ihr genießt ein gemütliches Wochenende jetzt mit The Killers und Lindsay Buckingham. Ich erfülle nicht nur Wünsche, sondern ich arbeite ab und zu auch beim Radio, und zwar hier bei SRF 3. Der Radiosender findet Louis ziemlich toll, darum habe ich ihn hier gelockt, unter dem Vorwand, er geht das Radiostudio anschauen. Machen wir auch. Was er aber nicht weiss, ist, dass ich das alles mit seiner Schwester, der Eva, eingefädelt habe. Und was er vor allem nicht weiss, ist, dass ich hier in der Telefonleitung vom Radiostudio schon den Manu Burkhardt vom Comedy-Duo Divertimento parat habe. Und der platzt nachher dann einfach mal so da rein. Mal schauen, wie er da reagiert. Jetzt schauen wir einfach mal das Radiostudio an. Ich hole den Louis. Bist du der Louis? Ja. Hoi, ich bin Anna. Hoi. Du bist Eva, gell? Hallo. Hallo. Hoi. Hey, du kommst nicht rein, weißt du? Ja. Bock zum Radiostudio anschauen? Ja. Gut. Tschüss. Tschüss. Im Radiostudio tue ich so, als würde ich ein Interview mit dem Louis machen. Also, wir machen auch eins, aber nur als Ablenkung für die Überraschung. Der Manu von Divertimento lässt im Versteck dazu, was wir schwätzen. Wie würdest du eure Beziehung beschreiben? Wie habt ihr es miteinander? Ich würde sagen, wir haben es gut miteinander. Manchmal streiten wir aber auch gewisse Sachen. Aber sonst verstehen wir uns gut. Und was hast du so für Hobbys, Louis? Ich gehe im STV, im Turmverein. Mhm. Und ich fahre gerne Velo. Radio findest du, glaube ich, noch lässig, gell? Ich finde Radio und Podcasts interessant. Mhm. Und grundsätzlich SRF Fernsehen. Findest du da Dokumentationen am besten? Oder was gibt es? Comedy? Oder? Divertimento finde ich sehr spannend und interessant. Ja. Warum? Ich finde sie auch einfach witzig, wie die einen Witz, und weil sie auch noch das Theater dazu machen. Ich habe da jemanden in der Telefonleitung im Fall. Wenn wir mal schnell hören, wer das ist. Da. Hallo? Hallo? Hallo, hörst du? Hört ihr mich? Ja. Can you hear me? Louis, bist du das? Ja. Sally Louis. Weißt du, wer bin ich? Das ist der Manu Burkhardt. Ja, hallo. Ja, genau, ich bin's, der Manu. Die Hälfte vom Gobere Divertimento. Die bessere Hälfte, was das Theater angeht. Ja, so. Oh. Live bei dir in der Sendung bin ich. Und, ich darf dir etwas Wunderbares verkünden. Weißt du was? Was? Johnny und ich warten heute in der Samsung Hall Dübendorf auf dich und auf die Eva. Aha, ja. Ja. Louis weiss gerade gar nicht mehr, was sagen. Louis, und heute darf ich dir sagen, geht dein Wunsch in Erfüllung. Du triffst Divertimento in echt. Aha. Hey, und Manu, wem hat denn das den Louis zu verdanken? Ja, ich würde mal sagen, der Person, die gerade neben ihm steht oder sitzt. Der Eva. Aha, ja. Sie ist es gewesen, sie strahlt, schau. Ist doch cool, wenn man so jemanden hat, der mich überrascht. Ich muss Eva auch kennenlernen. Vielleicht überrascht sie mich dann auch mal. Danke vielmals. Und hätte ich jetzt nicht gedacht. Gute Überraschung geworden. Ja, und sie kommt erst noch. Manu, du wartest auf uns, gell? Also, rock on. Bis nachher. Ciao zusammen. Tschüss. Wollen wir klopfen? Willst du gehen? Ja. Gut. Schauen wir mal, was passiert. Hallo! Hallo! Hoi zusammen! Hallo! Louis! Ciao, Louis! Ciao. Eva! Ciao. Oh je! Hoi, Anna! Hoi! Hallo! Kommt rein in die grosse Stube! Ich staune, sie durchkommen bei der Securitas. Sie durchkommen. Wir haben nämlich eigentlich niemand rein. Später gehst du die Show schauen von diesen zwei, zusammen mit deiner Familie. Und jetzt schauen wir zuerst ein bisschen Backstage. Genau. Okay. Und da, das ist unsere Garderobe, das ist ein ganz normales kleines Zimmer. Aber da sind wir auch fast nicht. Wir sind wirklich nur kurz vorher zum Umziehen. Und wir müssen uns ein bisschen schminken, weil wir hier auch gefilmt werden. Sonst glänzt man so blöd. Blumen haben wir immer, das ist mein Wunsch. Hast du gerne Blumen? Ich habe sehr gerne Blumen. Wehe, das Internet die Richtung? Ja, oh ja. Da. Oh, wow. Du hast den riesig. Ah, da sieht man. Okay. Das ist mega schön. Ich finde es selber jedes Mal.
Würdest du auf so einer Bühne stehen und etwas präsentieren? Ich würde fragen, wie gut ich es kann und wer da im Publikum kommt. Voilà, jetzt ist es bei mir im Fall eigentlich heute noch so. Ja, das sind die gleichen zwei Sachen. Es geht nicht mehr lang bis zu der Show. Divertimento machen ihre Kleider für die Vorstellung parat. Der Louis, der packt mich an. Rechts neben deinen Sachen, das ist ästhetisch, oder? Das schmeckt ein bisschen streng. Hey, hey! Ja. Du machst, glaube ich, auch Divertimento daheim an und nervst die Familie ein bisschen damit, oder? Ich weiss nicht, ob sie das nervt. Ja, das habe ich gehört. Welche Figur kannst du? Hallo, ich bin der J.K. von Spreiterbach. Was geht? Was läuft? Was läuft? Voll. Findest du, er kann es gut oder nicht so? Amix schon, Amix nicht. Hey, du hast schon einen Arm gebrochen, gell? Auch zu der Vorbereitung vor der Show gehört das Testen des Mikrofons und der ganzen Technik. Und es kommt sogar noch besser. Der Louis darf selber mithelfen beim Soundcheck. Und Louis, dann kannst du mal auf das Brett legen. Jetzt kommt sein Gesicht ganz gross. Ja, also die Eva ist am Lachen, das heisst, man sieht dein Gesicht jetzt. Kannst du mal schwätzen schnell? Check, 1, 2, 3. Mein Lieblingsfach ist Mathe. Wirklich? Geografie? Also, Soundcheck ist gut. Das ist spannend. Okay, offenbar bist du 10-mal besser als ich, Louis, weil der Techniker sagt schon, sie ist perfekt. Ja, ich habe immer sehr lang. Ah, siehst du, ich auch. Das ist mega. Jetzt, eben, nachher gibt es noch etwas, was wir sonst nie machen. Wir tun, vor der Show sind wir immer ein bisschen nervös. Also du gehst ihnen dann kurz vor der Show noch viel Glück wünschen quasi. Genau. Und jetzt lassen wir euch noch arbeiten. Ja, danke vielmals und bis nachher. Gell? Gut, arbeitet noch. Danke, tschüss. So, kurz vor der Show, die Leute strömen schon rein. Du hast die Divertimento gut gesehen, näher als sie alle. Wie war das? Also ich fand es mega cool, gefunden, dass sie mal nachts sehen und mit ihnen mal reden. Und spannend zu sehen, wie sie jetzt so ihre Kleider sortieren, wie sie das mit der Organisation machen. Dank dir haben wir das alles ja heute gemacht, weil du dich bei mir gemeldet hast. Wieso hast du eigentlich gewusst, dass Louis Divertimento so wahnsinnig toll findet? Weil er halt auch auf DVD halt geschaut hat und auch gekauft hat. Und weil er schon lange mal hat, weil er sie live gesehen hat. Und dann hast du gedacht, ja, Anne, viele Wünsche. Ja, einfach mal angemeldet. Kannst übrigens auch du, wenn du vielleicht auch Brüder, Schwester, Cousin, was auch immer hast, die du möchtest überraschen, zusammen mit mir, dann melde dich auf srfkids.ch. Ich sammle immer wieder Überraschungsideen und ich freue mich auf deine. Und dir, Louis, wünsche ich ganz viel Vergnügen. Ja, danke. Der Louis, der geht jetzt noch abklatschen mit Divertimento kurz vor der Show und nachher schlägt er ins Publikum. So etwas erlebst du definitiv nur bei Anne Erfüllt Wünsche. Wenn du noch mehr sonnige Überraschungen möchtest sehen, wir haben noch ganz viel mehr auf YouTube. Am besten abonnierst du SRF Kids. Und ja, da sind wir letztens zum Beispiel mit Sascha Rufer im Fußballstadion gewesen und sind schauen, wie er dort so kommentiert. Du bist der Einzige, der so entspannt ist. Viel Spass. Danke dir. Ja, also dir viel Spass. Nimm mich den Wunder. Aber ich habe auch viel Spass auf der Bühne. Danke. Es war cool, dich kennenzulernen. Danke. Tschüss. Mach's gut. Ja. Tschüss. Hier ist Divertimento. Guten Abend. Guten Abend, guten Abend. Jetzt ist er an. Ich habe verdammt die Tür raus. Der Roger. Dankeschön. Der Roger. Der Roger. Der Roger.